Hallo, dies ist ein Video zur Montage eines vorgefertigten Hühnerstalls, in dem ich Ihnen zeige, wie Sie diesen zerlegten Hühnerstall, der derzeit auf einer Palette liegt, in einen vollständig montierten Hühnerstall verwandeln. Bevor wir beginnen, möchte ich den Bohrvorgang für diesen Hühnerstall durchgehen. Sie müssen diese Montage reibungslos durchführen. Hier ist, was Sie brauchen: elektrischer Schraubendreher oder Schlagschrauber, Bits 20, T25, T30, Kreuzschlitzschraubendreher, 8 mm Steckschlüssel für Dacheindeckungsschrauben, Leiter zum Erreichen des Daches und einen Partner zur Unterstützung. Und das ist alles, was Sie brauchen, um es zu erledigen. Und denkt daran, Sicherheit geht immer vor. Die Teile sind fest verschraubt und gesichert, um Schäden während des Transports zu verhindern. Bevor Sie jedes Teil von der Palette entfernen, stellen Sie sicher, dass alle Schrauben vollständig herausgedreht sind. Wenn sich ein Teil nicht löst, erzwingen Sie es nicht. Überprüfen Sie noch einmal, ob es irgendwo noch durch eine Schraube gesichert ist. Wir werden häufig T22 und T33 Bits verwenden, also halten Sie sie während des gesamten Vorgangs bereit. Jetzt nehmen wir einige Teile von der Palette. Ich werde das Video beschleunigen und jeden Teil auflisten, während wir vorgehen. Zuerst entfernen wir die Nistbox, dann die Bodenplatte, die mittlere Innenwandplatte, die Rück- oder Lüftungsplatte, das Fensterbrett, die Verkleidung mit den Dachsparren. Als nächstes entfernen wir die Hühnerleiter und den Futterspender. Der Futterspender enthält alle Schrauben und andere notwendige Teile, die wir später während des Montageprozesses benötigen werden. Als nächstes die vier Dachplatten. Das ist der schwerste Teil, also stellen Sie sicher, dass Ihnen jemand hilft. Das Dachpanel, die unteren Basisrahmenteile und der Futterspender. Lassen Sie die restlichen Paneele auf der Palette. Wir werden sie später verwenden. Sie können alle Paneele ordentlich auf den Boden legen, wo Sie die laufenden Arbeiten nicht stören. Wenn das erledigt ist, können wir mit dem Zusammenbau des Hühnerstalls beginnen. Zuerst montieren wir den unteren Basisrahmen. Es gibt zwei kürzere Basisrahmenteile, die aus einem Stück bestehen, und vier längere Teile, bei denen ein Ende im 60-Grad-Winkel abgeschnitten ist. Wir schrauben sie zusammen, um zwei lange Basisrahmensektionen zu bilden, wobei die Schrauben bereits vorab eingesetzt sind. Dann brauchen wir die 18 cm Schrauben mit flachen Köpfen. Wir holen sie im Fieder. Setzen Sie die Schrauben in die vorgebohrten Löcher an jedem Ende der langen Bodenbalken ein und legen Sie sie auf den Boden, wobei Sie sicherstellen, dass die kurzen unteren Balken zwischen den langen platziert sind. Dann schrauben Sie sie zusammen. Ich würde dringend empfehlen, den unteren Rahmen auszurichten, um sicherzustellen, dass die Struktur stabil bleibt. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen an mindestens 6 Punkten unterstützt wird, jeweils an den Ecken und in der Mitte, wo die langen Basisteile zusammenkommen. Für noch mehr Stabilität empfehle ich, 8 Stützpunkte zu verwenden. In diesem Video verwende ich Holzblöcke, weil dieses Gehege nur zu Demonstrationszwecken dient und nicht dauerhaft hierbleiben wird. Für Ihre Installation empfehle ich Betonblöcke, Ziegel und Bretter. Oder sogar, um das Holz vom Boden fernzuhalten, damit die Basis den Boden nicht berührt und ihre Lebensdauer verlängert wird. Idealerweise sollte man kleine Fundamente unter den Basisbalken errichten. Außerdem ist es hilfreich, die Diagonalen zu messen, um sicherzustellen, dass sie gleich sind, was garantiert, dass die Struktur quadratisch und präzise ist. Sobald der Rahmen und das Fundament richtig eingerichtet sind, können wir mit der Installation des ersten Panels beginnen. Das erste Panel, das wir installieren werden, ist das Türpanel, das wir noch nicht vom Paletten entfernt haben. Nun, mit Hilfe eines Partners schrauben Sie es ab und bringen es an seinen Installationsort. Während ein Partner die Türverkleidung aufrecht hält, hole ich die Rückwand. Dies ist eine der leichtesten Platten, sodass ich sie leicht alleine neben der Türverkleidung tragen und positionieren kann. Die Schrauben sind bereits vorab eingesetzt, und sobald ich sicher bin, dass die Platten korrekt ausgerichtet sind, ziehe ich sie mit allen Schrauben fest. Nachdem die Tür und Rückwände zusammengeschraubt sind, ist die Struktur stabil genug, um selbstständig zu stehen, ohne umzufallen, sodass wir sie loslassen und zum Fensterbrett übergehen können. Wir stellen sicher, dass es richtig ausgerichtet ist und keine unnötigen Lücken vorhanden sind. Wie auch bei den anderen Platten sind die Schrauben bereits eingesetzt und wir schrauben die Platten einfach zusammen. Als nächstes nehmen wir das Bodenteil, das sehr einfach zu installieren ist, ähnlich wie beim Einsetzen einer Schublade. Schieben Sie es einfach mit den vorgefertigten Führungen hinein. Wenn es leicht klemmt, geben Sie ihm einfach einen kleinen Schubs und es wird reibungslos an seinen Platz gleiten. Sobald das Bodenblech montiert ist, stellen wir sicher, dass die gesamte Coupé-Struktur korrekt mit dem Grundrahmen ausgerichtet ist. Wir stellen sicher, dass alles genau positioniert ist und schrauben dann die Paneele mit den vorab eingesetzten Schrauben am Grundrahmen fest. Dies stellt sicher, dass die Paneele während des restlichen Montageprozesses sicher und an Ort und Stelle bleiben.
Nachdem der Hühnerstall am Grundrahmen befestigt ist, müssen wir unter den Stall gehen, um die Bodenplatte mit den vorab eingesetzten Schrauben zu befestigen. Am besten beginnt man mit den Schrauben, die auf die Türverkleidung zeigen, und bewegt sich dann zu den Schrauben auf jeder Seite. Dann nimmt man 12 cm lange Schrauben mit flachen Köpfen aus dem Spender. Diese Schrauben müssen in die vorgebohrten Löcher im Bodenpanel von unten eingeführt werden. Nun nehmen wir das mittlere Panel und platzieren es zwischen dem Fensterpanel und dem Rückpanel auf dem Bodenpanel. Sobald es richtig positioniert ist, schrauben wir mindestens eine der Schrauben, die wir früher in die Bodenplatte eingedreht haben, vorzugsweise in der Mitte. Nachdem diese Schraube befestigt ist, können wir sicher in das Coupe treten. Sobald wir bestätigt haben, dass das mittlere Panel präzise positioniert ist, ziehen wir alle restlichen Schrauben an beiden Paneelen fest. Als nächstes nehmen wir das Dachpanel und stellen sicher, dass die Oberseite diejenige mit der Kondensationsmembran ist. Im Futtertrog finden wir wieder die 12 cm langen Schrauben mit den schmalen Köpfen. Wir setzen sie von oben in die vorgebohrten Löcher des Dachelements ein, bevor wir das Dach heben und in Position bringen. Und jetzt heben wir das Dach in Position. Es ist sehr wichtig, den Abstand zwischen dem Ende der Sparren und der Wand des Stalls zu messen. Er sollte etwa 18 cm betragen. Der Abstand kann etwas mehr oder weniger sein, aber der Schlüssel ist sicherzustellen, dass alle Sparrenenden denselben Abstand zur Wand haben, um eine gerade Linie zu bilden. Sobald alles richtig ausgerichtet ist, schrauben wir alle Schrauben fest. Mit diesem Schritt abgeschlossen, konzentrieren wir uns als nächstes auf die Volieren oder Hühnerlaufgitter. Es sind drei Hühnerlaufgitter auf der Palette übrig. Das nächste Gitter in der Reihe ist das Endgitter. Wir haben es vorübergehend beiseite gelegt. Dann gibt es das Hühnerlaufgitter mit eingebauter Tür. Wir platzieren es an der Vorderseite des Stalls und schrauben es wie die anderen Platten fest. Wir machen das Gleiche mit dem nächsten und dem letzten auf der Palette. Dieses Panel kommt nach hinten und wir schrauben es auch fest. Zum Schluss nehmen wir das Endpanel und schrauben es fest. Wenn alle Panels an ihrem Platz sind, stellen wir sicher, dass alles gerade und ohne Lücken ist. Dann schrauben wir es sicher fest. Schrauben Sie sie bis zum unteren Balken fest. Jetzt ist es Zeit, den Nistkasten zu installieren. Wir positionieren ihn unter dem Fenster, drücken ihn fest gegen den Stall und bis zum Fensterrahmen. Es ist wichtig, die linke Seite, die Seite näher an der Tür, auszurichten, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind und es gerade ist. Ich stelle den Nistkasten auf mein Knie, um meine Hände frei zu haben. Im Inneren sehen wir auf jeder Seite drei Schrauben. Diese verwenden wir, um den Nistkasten an der Frontplatte zu befestigen. Sobald das erledigt ist, machen wir mit der Installation des Dachs weiter. Nehmen Sie die gleichen 12 cm Schrauben, die wir für die Dachplatte verwendet haben, und stecken Sie sie in die vorgebohrten Löcher in den verbleibenden 5 Sparren. Wir heben die Sparren vorsichtig aus dem Weg und die Hölzer über dem Hühnerlauf an ihren vorgesehenen Stellen platzieren. Wie bereits erwähnt, ist es sehr wichtig, den Abstand von den Sparrenenden zum Hühnerstall zu messen, um sicherzustellen, dass sie in einer geraden Linie mit den Sparren auf dem Hauptdachpanel liegen. Also, bevor Sie sie festschrauben, stellen Sie sicher, dass alle Sparren eine gerade Linie bilden. Die Sparren haben Markierungen für die Latten, eine Linie mit einem Kreuz daneben. Wir richten die Latten so aus, dass die Linie das Kreuz überdeckt. Die Latten sollten an beiden Enden eine gerade Linie bilden. Die Latten bestehen aus 10 Brettern, 5 längeren und 5 kürzeren. Ähnlich wie der untere Basisrahmen montiert wurde, wird die Volllatte durch das Verbinden eines kurzen und eines langen Brettes hergestellt. Lange Planke zusammen. In diesem Fall müssen sie jedoch nicht zusammengeschraubt werden. Wenn die kurzen und langen Planken verbunden sind, bilden sie eine durchgehende Latte, die wir anhand der Markierungen auf den Sparren platzieren. Der kürzere Teil der Latte geht über den Stall, während der längere Teil über den Hühnerlauf geht. Die Latten sind an drei Seiten gestrichen und die ungestrichene Seite sollte nach oben zum Dach zeigen. So montieren und befestigen wir die 5 vollständigen Latten an den Dachsparren. Der Überhang der Latten über die Dachsparren sollte 307 mm betragen. Markierungen sind bereits auf den Latten vorhanden, daher müssen wir es nicht messen. Wir schrauben die Latten an jedem Knotenpunkt mit 2 Schrauben fest. Die Schrauben befinden sich im Zuführer. Als nächstes, sobald die Latten befestigt sind, werden wir die Dacheindeckung anbringen. Zuerst die 4 Schrauben auf jeder Seite lösen, die die Dacheindeckung an den Transportbrettern befestigen. Beim Anbringen der Dacheindeckung am Stall die gleichen Löcher verwenden, die durch diese Schrauben entstanden sind, um die Platten sicher zu befestigen. Zusätzlich werden wir für jede Latte 4 Schrauben einsetzen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt. Sobald das Dach angebracht ist,
befestigen wir die Blende mit denselben Schrauben, die wir für die Dachplatten verwendet haben. Die Blende an den Seiten des Hühnerstalls wird an den Enden jeder Latte verschraubt, während die vordere Blende an den Enden der Sparren mit je einer Schraube gesichert wird. Zusätzliche Schraube auch für die Oberseite. Der Bau des Hühnerstalls ist fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar letzte Handgriffe. Lasst uns die automatische Tür installieren. Dies sind hochwertige, getestete automatische Türen und alle notwendigen Löcher im Panel sind bereits vorhanden. Wir schrauben sie gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Wie man automatische Türen programmiert, findet man im Handbuch oder auf der Website des Herstellers. Lass uns auch diese Dekoration anbringen. Das ist ein praktischer Haken, um einen Wasserbehälter oder eine Belohnung für Ihre Hühner aufzuhängen. Dann installieren wir die kleine Rampe. Unterhalb der automatischen Tür, etwa 1 bis 2 Zentimeter darunter, schrauben wir 2 kleine Haken ein, an denen die Rampe hängen wird. Dieses System ist sehr praktisch, da die Rampe bei Bedarf leicht entfernt werden kann. Und alles, was noch übrig ist, ist die Sitzstangen im Stall zu installieren, wo die Hühner schlafen werden, und den Schwerkraftfutterautomat. Ein weiteres sehr nützliches Merkmal dieses Hühnerstalls ist, dass er mit antiroten Vogelmilben-Sitzstangenhaltern ausgestattet ist. Diese sind bereits vorinstalliert. Diese Halter müssen mit Öl gefüllt werden. Jedes Speiseöl ist geeignet. Das Öl bildet eine Barriere, die verhindert, dass rote Milben die Hühner erreichen, während sie ruhen. Wir schrauben jedes Ende der Stange von unten mit einer Schraube an den Halter, wie im Video gezeigt. Es ist super einfach. Auch ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Enden der Sitzstange die Wände nicht berühren. Im Paket finden Sie auch diese Barriere. Diese Barriere kann beim Reinigen des Hühnerstalls leicht entfernt werden, was den Prozess viel einfacher macht. Für die letzte Aufgabe installieren wir den Futterautomaten. Wir positionieren ihn in der Nähe der Seite, an der die Scharniere sind, und befestigen ihn in einer Höhe, bei der der Boden des Futterautomaten knapp über der installierten Barriere sitzt. So stört er nicht, wenn die Tür geschlossen ist. Und das war's. Es ist geschafft. Bitte lassen Sie mich nach dem Ansehen dieses Videos wissen, ob Sie persönlich den Aufbau des Hühnerstalls schwierig finden oder nicht. Und auch, wenn Sie Ideen haben, wie wir diesen Hühnerstall weiter verbessern können, würde ich mich über Ihre Vorschläge in den Kommentaren freuen. Ihre Meinung ist sehr wichtig. Und danke, dass Sie sich dieses Video angesehen haben.